Im letzten Clip hast du gelernt, was klinische Studien sind, wofür sie genutzt werden und wie du davon profitieren kannst. Nun wollen wir detailliert anhand der Entwicklung eines neuen Wirkstoffs die 3 bzw. 4 Phasen einer klinischen Studie erklären. In der Medizin steht am Anfang einer neuen Entwicklung meist eine theoretische Überlegung. Stoff X hat bestimmte Eigenschaften. Aufgrund dieser Eigenschaften kann er möglicherweise an einer bestimmten Stelle in die Abläufe eingreifen, die zu der Krankheit führen, zum Beispiel durch die Blockade der Bindungsstelle eines körpereigenen Stoffes. Wurde schließlich auf diese Weise eine möglicherweise wirksame Substanz produziert, wird sie nicht direkt am Menschen getestet, sondern zunächst in Zellkulturen, in der Petrischale und an Versuchstieren wie Labormäusen. Für diese gibt es übrigens auch Regulierungen bezüglich der Haltung und der Art der Versuche, sodass kein Tier unnötig leiden muss. Hat die neue Substanz im Labor gezeigt, dass sie keine schweren und offensichtlichen Nebenwirkungen wie Erbschäden oder Nervenstörungen hervorruft und außerdem auf die erwartete Weise wirkt, soweit das an Tieren zu sehen ist, kann sie am Menschen getestet werden. Vorausgesetzt, der Prüfplan der Phase 1 wird von den Behörden zugelassen. Für eine Phase 1-Studie werden in der Regel junge, gesunde Teilnehmende rekrutiert, die in der Lage sind, auch erhebliche Nebenwirkungen unbeschadet zu überstehen. Denn es ist das erste Mal, dass ein Mensch diese Substanz aufnimmt. Eine klinische Phase 1-Studie hat typischerweise nur etwa 50 Teilnehmende. In dieser frühen Phase gibt es noch keine Vergleichsgruppen, da nur überprüft werden soll, ob das Produkt überhaupt vom Menschen vertragen wird und welche Nebenwirkungen auftreten. Eine Versuchsanordnung mit nur einer Gruppe nennt sich auch einarmige Studie. Mehr über das Studiendesign erfährst du in Clip 2. Außerdem wird untersucht, auf welche Weise und wie schnell der Wirkstoff vom Körper aufgenommen, verteilt, abgebaut und ausgeschieden wird. Das nennt man Pharmakokinetik. Es werden unterschiedliche Dosierungen, Applikationsarten getestet, also Anwendungsarten wie Tabletten, Infusionen oder Injektionen, um zu sehen, ob bzw. welche Nebenwirkungen in welcher Ausprägung auftreten. Die Phase 2-Studie ist eine Fortsetzung der ersten Phase. Wenn das Nebenwirkungsprofil gut war, kann der Wirkstoff kranken Menschen verabreicht werden. Folgende Fragen müssen in dieser Phase beantwortet werden. Tritt die gewünschte Wirkung ein? Welche Dosis ist geeignet? Welche Nebenwirkungen treten auf? Lohnt sich die Fortsetzung der Prüfung in einer dritten Phase? In dieser Studienphase müssen sich die Wirksamkeit und Sicherheit im direkten Vergleich mit der Standardtherapie oder einem Placebo beweisen. Dazu wird die Patientinnenzahl weiter erhöht, sodass statistisch relevante Aussagen getroffen werden können. Dies können je nach Fragestellung mehrere hundert bis tausend Teilnehmende sein. Die Beobachtungszeit liegt bei Monaten bis zu einigen Jahren. Sind auch die Bewertungen der Phase 3 positiv, was bedeutet, dass Patientinnen von der Therapie profitieren, wird das Medikament bei staatlichen Stellen zur Prüfung eingereicht und von diesen gegebenenfalls zugelassen. Nach der Zulassung ist das Medikament auf dem Markt und kann jeder Person, für die es geeignet ist, verschrieben werden. Der Zulassung schließt sich in manchen Fällen eine 4. Studienphase an, die den realen Behandlungsalltag analysiert. Nebenwirkungen werden weiterhin protokolliert und Dosierungen möglicherweise angepasst.